dann starten wir in die heutige Pressekonferenz. Erst einmal ein recht herzliches Grüß Gott hier im VIP-Raum nach dem Spiel unserer Passauer Blackhawks gegen den ESV Burgau. Zu meiner Linken der Trainer Stanislav Loschek von ESV Burgau. Herzlich willkommen. Ja, und zu meiner Rechten unser neuer Trainer Oliver Föst. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel. Ja, bevor es losgeht, wie immer ein recht herzliches Vergelt's Gott an unseren heiligen Caterer Hellers Fischerstüberl und Dankeschön für die gute Bewirtung. Ja, ich habe zum ersten Drittel ganz gut mitgespielt, der Torwart einige überragende Sachen rausgeholt. Am Ende war es dann doch recht deutlich, woran hat es gelegen? Ja, erst einmal hallo, guten Abend für alle. Natürlich, dieser Spielstand 2-0 ist etwas schwierig da zu sagen, aber das hat wahrscheinlich alle gesehen. Wir sind Mannschaft gespielt mit 8 oder 10 Leuten, mehr nicht. Ich habe verliert in der laufenden Saison nach der Hauptrunde praktisch Hälfte der Mannschaft. Na, das ist leider, wir sind keine Konkurrenz jetzt momentan. Aber das war heute auch das erste Mal, der zweite Tor war ins Tor. Ich habe ein bisschen Chance gegeben. Ja, leider, die paar Jungs hat versucht zu kämpfen, aber mit der laufenden Zeit die Kraft geht runter und verliere zwei Kämpfe. Und ja, die Schnelligkeit, das sind drei ausgeglichene Blöcke von Passau, das ist natürlich, der Druck war immer stärkere. Und da kommen auch die Fehler und die Tore, das ist leider so. Es tut mir leid, die paar Jungs, welche so kämpfen, aber ja, das soll ich sagen. Das ist schwierig für die unsere Jungs. Dankeschön. Ja, selbe Frage an unseren neuen Coach. Das erste Mal unsere Mannschaft so richtig in Action gesehen. Wie ist der Eindruck? Ja gut, hallo erstmal. Für mich war es recht spannend zu sehen, was die Jungs jetzt ein bisschen anders machen. Und das hat man, glaube ich, auch gesehen heute, dass vieles richtig gemacht worden ist und sind mit gutem Tempo gegangen. Es muss zwar noch einiges verbessert werden, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, dass wir die Saison gut rüberbringen mit dementsprechend viel Siegen. Nächste Woche stehen zwei Auswärtsspiele an, dann am Freitag in Pegnitz, am Sonntag in Schweinfurt gegen zwei Bayernligisten. Wie gehst jetzt du in die Trainingswoche? Wie schaut das aus? Ja gut, wir haben Dienstag, Donnerstag Training. Ganz normal. Wir werden einige Sachen verbessern müssen im Training, aber es muss immer gewisser Spaß mit dabei sein, Zug dahinter und dann werden wir das Wochenende auch gut meistern. Sehr schön. Gibt es von den anwesenden Gästen aus dem Publikum Fragen an einen der beiden Trainer? Das versprochen, nach 10-0, da gibt es heute nichts. Alle glücklich. Dann würde ich sagen, wir machen mal Feierabend. Ihr habt nur ein paar Kilometer vor euch. Ja, wie gesagt, nächste Woche zweimal auswärts. Im Prinzip sind es ja sogar drei Auswärtsspiele, weil am Freitag, 1. März, dann das Nachholspiel in Fürstenfeldbruck ist. Vorausgesetzt ist es nicht wieder witterungsbedingt irgendwas anders. Und dann sehen wir uns zum letzten Heimspiel hier in der Passauer Eisarena am 3. März. Dann gegen den EV Moosburg. Wir wünschen einen guten Nachhauseweg, bleibt gesund und aller spätestens wieder Sonntag im 14. Tag. Bis dahin, Servus und Wiederschauen.